Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Start dieser Woche. Heute habe ich das Thema gewählt, zum Frieden sind wir berufen. Wir lesen Folgendes in 1. Korinther, Kapitel 7, am Ende des 15. Verses. Ganz einfach, zum Frieden hat Gott euch berufen. Eigentlich geht es in diesem Abschnitt ja um die Regelung von Heirat und was Paulus oder die Bibel dazu sagt, Wiederheirat, Scheidung und all diese Dinge, geht es um die Haltung und Eheformen und Arten und Weisen, wie man miteinander umgeht und all das. Der eine gläubig ist, der andere ungläubig und so weiter. Aber ich denke, dass wir hier auch etwas Generelles herauslesen können, eine generelle Haltung, die nicht nur hineingreift in Ehe und Familie, sondern eben auch in Freundschaften, in Beziehungen und in Gemeinschaft und Gesellschaft generell. Wir als Kinder Gottes sollen geprägt sein, dass wir wissen, wir sind zum Frieden berufen. Wir sollen Frieden bringen, weil wir Frieden empfangen haben. Wir sollen für Entspannung in Konflikten sorgen. Sicherlich große Konflikte, was soll man da schon groß tun? Aber ich denke, wir müssen nicht immer nach oben gucken, wir können auch einfach neben uns schauen, nämlich wo sind denn Konflikte, wo wir vielleicht mit involviert sind oder wo es uns zumindest tangiert, im Kollegium, in der Nachbarschaft, wo auch immer, bis hinein natürlich in die Gemeinde, Familie, Frieden zu suchen. Die Bibel macht uns deutlich, dass wir generell, weil wir den Frieden Gottes empfangen haben, weil wir die Liebe Gottes empfangen haben, dazu berufen sind, das, was wir empfangen haben, auch weiterzugeben. Nun war es ja so, dass in Korinth ja ganz besonders der griechische Einfluss war. Und im griechischen Kontext, da ging es ja vor allem um mich. Es ging darum, in diesem scheinbaren Humanismus, nämlich der Mensch an erster Stelle, in dieser Form, dass das Gesetz des Stärkeren, des Schöneren und all diese Menschenbilder vorherrschend waren. Und dann war es natürlich, wenn dann ein Konflikt da war oder wenn eben die Ehe kaputt war, dann hat man versucht, einfach sich der Sache zu entledigen, eben den einfachsten Weg zu gehen. Und jetzt zeigt uns die Bibel aber, dass da doch eine gewisse Anstrengung und eine gewisse Haltung von Gott hineingelegt wird, nämlich, dass wir nicht gleich die Flinte ins Korn werfen sollen oder uns auch wehren mit Händen und Füßen, sondern wir sollen Frieden suchen. Und natürlich, ja, wie soll das gehen, wenn man verletzt ist, enttäuscht ist, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist, wenn es weh tut? Nun zuallererst, dass wir all diese Dinge zu Jesus bringen, dass wir sie ans Kreuz bringen, dass wir uns mit Gott besprechen und dass er uns füllen kann mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Treue und Geduld. Das, was die Bibel eben auch gerade Korintherbrief beschreibt, nämlich wie die Liebe Gottes ist, langmütig, geduldig und so weiter. In dieser Form sollen wir in partnerschaftliche Beziehungen treten und auch partnerschaftliche Beziehungen eher bewahren, auch Familie, auch der Umgang untereinander, zu den Kindern, aber eben auch zu Bekannten, Verwandten, bis hinein in die Gemeinde, in Nachbarschaft und Kollegen, gesellschaftlich eben. Die Kraft der Liebe Gottes, sie soll uns erfüllen und sie soll dazu führen, als ein Ausfluss nämlich, dass wir wissen, wir sind zum Frieden berufen. Wir sollen dafür einstehen, dass Beziehungen geheilt werden und wiederhergestellt werden. Das kann man manchmal nicht in der Form, dass man sagt, ja, ich habe dann die richtigen Argumente oder ich weiß, was zu tun ist. Nein, ich glaube, manchmal ist es auch einfach dran, wirklich stille zu werden, gar nicht zu sagen, sondern zu beten, Gott zu suchen, ihn die Situation hinzulegen und darin treu zu sein und geduldig zu sein, weil wir wissen, dass Gott Herzen nicht nur ändern kann, sondern auch ändern will. Das bedeutet, was Jesus uns sagt, wir sollen den Nächsten höher achten als uns selbst. Das bedeutet, ist eigentlich genau das Entgegengesetzte zu dem, wie die Korinther oder wie die Griechen in dieser Form gedacht haben in ihrem Menschen- und letztendlich Gesellschaftsbild. Und für uns als Christen mag das sehr herausfordernd klingen, ist aber möglich als ein Wunder, nämlich als das, was der Heilige Geist tun will in unseren Herzen. Und so lasst uns doch ausgerichtet sein in diese Woche hinein, wo immer da Konflikte sind,
Auseinandersetzungen sind, ob das in der eigenen Familie, eigenen Ehe, ob das in der Beziehung zu Bekannten, Verwandten oder an der Nachbarschaft oder Kollegen sind. Lasst uns Frieden suchen, denn dazu sind wir berufen. Und wo wir Mangel haben, wo wir enttäuscht und verletzt sind, da dürfen wir Gott suchen und ganz neu seinen Trost und seine Liebe empfangen, damit genau das geschieht, wozu wir letztendlich berufen sind, nämlich dass Frieden von uns ausgeht. Jesus selbst, er wird genannt der Friedefürst. Und so wollen wir als seine Kinder, als solche auch wahrgenommen werden, nämlich dass er in uns genau das hineinbringt, Frieden in Beziehungen. Gott segne euch in diesen Start der Woche und wir sehen uns morgen gerne wieder.